In einer Aussage vor dem US-Kongress hat Donald Trumps früherer Anwalt Michael Cohen den Präsidenten schwer belastet. Ich schäme mich, weil ich Trump kenne. Er ist ein Rassist, ein Hochstapler und ein Betrüger. Trump habe ihn einmal gefragt, ob er ihm ein von einem Schwarzen regiertes Land nennen könne, das kein Drecksloch sei, erklärte Cohen. Schwarze würden niemals für ihn stimmen, so Trump weiter, denn sie seien schlicht zu dumm. Um es klar zu sagen, Trump hat die Verhandlungen über den Bau eines Trump Towers in Moskau während der Kampagne zur Präsidentenwahl geleitet und danach log er darüber. Er log, weil er nie dachte, er würde die Wahl tatsächlich gewinnen. Trump habe laut Cohen auch vorab von den WikiLeaks-Enthüllungen über E-Mails seiner Konkurrentin Hillary Clinton gewusst. Für eine direkte Verbindung nach Moskau habe er aber keine Beweise. Cohen zeigt die Kopien zweier Schecks über jeweils $35.000, die Trump ihm dafür ausgestellt habe, damit er der Pornodarstellerin Stormy Daniels Schweigegeld bezahlt. Falls das stimmt, könnte dies als illegale Wahlkampffinanzierung verstanden werden. Dieser $35.000-Scheck war einer von 11 Schecks, die Trump im Laufe eines Jahres bezahlt hat, als er schon Präsident war. Donald Trump hat sich nur für die Präsidentschaft beworben, um den Wert seiner Marke zu steigern und nicht um das Land groß zu machen. Er hatte gar keine Absicht, das Land zu führen, sondern wollte sich nur vermarkten und reicher und mächtiger werden.